Und jetzt kommen wir zum Tagesordnungspunkt 59, Aktuelle Stunde der Fraktion der SPD, Meisterbrief, kostenfrei, Drucksache 208557, gemeinsam mit dem Tagesordnungspunkt 29, dem Entschließungsantrag, und dem Punkt 71, dem Dringlichen Antrag. Die Frau Kollegin Elke Barth hat das Wort für die SPD. Bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Meister fallen nicht vom Himmel, titelte am 8. März die FAZ. In dem Artikel war nachlesbar, dass hunderte Handwerksbetriebe für die nächsten Jahre nach Nachfolgern suchen. Gleichzeitig geht die Zahl an Auszubildenden und Jungmeistern kontinuierlich zurück. Eine Sonderumfrage des Hessischen Handwerks hat 2020 ergeben, dass 29% der Handwerksbetriebe aus Altersgründen in den nächsten 5 Jahren an einen Nachfolger übergeben wollen. Aber auf 200 nachfolgesuchende Unternehmen kommen gerade einmal 100 übernahmebereite Jungunternehmer. Diese Situation, meine Damen und Herren, gefährdet unseren Wohlstand. Und ich brauche sicherlich nicht zu erklären, was die Konsequenz ist, wenn es uns nicht gelingt, hier das Ruder herumzureißen. Und hier sind wir an der entscheidenden Frage, was kann Politik tun? Immer wieder hören wir Lippenbekenntnisse, dass akademische und berufliche Bildung doch gleichzustellen sind. Wieso aber, meine Damen und Herren, ist dann das akademische Studium an unseren Universitäten kostenfrei? Und für Ausbildung und Prüfung zum Meister zahlt man je nach Gewerk fast bis zu 16.000 €. Das gilt übrigens genauso für Industriemeister. Das ist doch nicht gerecht. Ja, Sie haben die Aufstiegsprämie zum Meister, die in Hessen 1.000 € beträgt. Das ist ein erster guter Schritt. Aber in Anbetracht der bedrohlichen Lage müssen Sie jetzt einfach weiterdenken. Im Übrigen liegt Ihre Prämie auch am unteren Ende dessen, was andere Länder zahlen. Niedersachsen 4.000 €, Mecklenburg-Vorpommern immerhin 2.000 €. Und 9 andere Bundesländer, hören Sie doch bitte zu, haben sich inzwischen für eine Meistergründungsprämie entschieden und zahlen jungen Menschen, die nach dem Erwerb des Meisterstitels einen Betrieb übernehmen oder sich an einem beteiligen möchten, bis zu 15.000 €, was fast einer Kostenübernahme entspricht. Meine Damen und Herren, vorgestern war der Parlamentarische Abend der Arbeitgeberverbände im Hessischen Handwerk. Ich weiß, leider waren nur wenige Kolleginnen und Kollegen der Koalition anwesend, da sie lieber gefeiert haben. Aber das ist kein Unsinn, das ist kein Unsinn der Koalition. Es waren zwei Kollegen der CDU da, aber streiten wir uns nicht darum. Reden wir darüber, Herr Staatssekretär, ich glaube, ich habe immer noch das Wort. Meine Damen und Herren, beruhigen Sie sich, alles ist zulässig, feiern, parlamentarische Abende, alles ist in Ordnung. Jetzt bitte Ruhe, es geht weiter. Herr Staatssekretär Nimmermann war da und sagte, dass Sie genau wüssten, was Sie am Handwerk haben. Wenn das stimmt, meine Damen und Herren, dann sollten Sie aber doch unserem Antrag, Ihre kleine Aufstiegsprämie endlich zu einem kostenfreien Meisterprogramm weiterzuentwickeln, positiv diskutieren und zustimmen können. Denn mit ein bisschen Digi-Zuschuss und einer Mini-Prämie bewirken Sie leider nichts. Die Resonanz, die wir auf unsere Initiative aus dem Handwerk erhalten haben, war übrigens ausnahmslos positiv. Das ging von Ihre Initiative ist der Hammer, danke,
über. Als Landesverband begrüßen wir jedes Vorhaben, das darauf abzielt, eine nicht nur propagierte, sondern tatsächlich erlebte Gleichstellung der beruflichen Weiterbildung mit der akademischen Ausbildung zu erreichen. Denn genau darum geht es nämlich, meine Damen und Herren, um die Gleichstellung von akademischer und von beruflicher Bildung. Und noch ein letztes Zitat aus einer Rückmeldung. Es gibt auch schon Erzählungen, dass der ein oder andere Geselle seinen Wohnsitz verlegt, um in einem anderen Bundesland die Schule zu besuchen, um dort die höhere Prämie zu erhalten. Das ist für uns Hessen unerquicklich. Meine Damen und Herren von der Koalition, auch Sie, Herr Minister Al-Wazir, gestern noch beim Rheingauer Dialog sagten Sie, Sie seien der Partner des Handwerks. Dann handeln Sie endlich. Mit Ihrem heutigen Antrag, den Sie noch schnell eingereicht haben und der nur die jetzige Situation zementiert und sagt, wir tun genug, gelingt das aber nicht. Machen Sie den Meister kostenfrei, meine Damen und Herren, denn ohne eine stabile Situation im Handwerk stirbt unser Mittelstand. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Frau Kollegin Barth. Es spricht jetzt für die CDU-Fraktion die Frau Kollegin Birgit Heidland. Birgit. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Frau Barth. Also ich muss schon sagen, es ist ein Unding, uns daran festzumachen, dass wir angeblich nicht beim Parlamentarischen Abend des Handwerks gewesen wären. Diese hessische CDU hat am Dienstag hier in diesem Haus Geschichte geschrieben. Wir haben einen Präsidenten gewählt mit einem Ergebnis, der mehr Stimmen zusammenbringt, als die Koalition hat. Wir haben erstmalig in diesem Bundesland eine Frau in das Amt der Präsidentin gewählt. Und da ist es doch wohlverständlich, dass die Koalition von Bündnis 90 die Grünen und CDU an diesem Abend... Meine Damen und Herren, sind Sie doch ein bisschen freundlich und sympathisch. Die Frau Kollegin Heidland hat das Wort. Bitte sehr. Dass diese Koalition an diesem Abend Zeit gemeinsam verbringt und dennoch Kollegen von uns beim Hessischen Handwerk abends anwesend waren. Die SPD hatte gestern schon schlechte Laune, und das hat sich heute nicht gebessert. Ich möchte jetzt aber einmal zum Thema kommen. Ja, wir haben einen Fachkräftemangel. Das ist richtig. Und das hat auch der Fachkräftereport im vergangenen November gezeigt. Dieser Report fußt auf einer Befragung von 23.000 Unternehmen. Und jedes zweite Unternehmen hat gesagt, dass es Schwierigkeiten hat, seine Stellen zu besetzen. Das war im Jahr 2020 noch jedes dritte Unternehmen. Und man sieht, dass eben die Entwicklung während der Pandemie, die sich jetzt wieder verändert hat, eben dazu geführt hat, dass der Fachkräftemangel entsprechend zurück ist. Aber schon vor der Pandemie hat die Hessische Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen mit einer Vielzahl von Initiativen und Programmen das Fundament für eine zukunftsfeste Fachkräftesicherung gelegt, meine Damen und Herren. Wir bündeln Kompetenzen, schaffen Anlaufstellen und vernetzen die Akteure in Politik, Bildung und Wirtschaft. Und damit komme ich jetzt einmal zum Antrag der SPD. Wir würdigen bereits seit 2018 mit der Aufstiegsprämie das berufliche Engagement der Meisterabsolventen.
Fachkräfte, die sich zu einer beruflichen Aufstiegsqualifizierung entschließen und damit die eigene Qualifizierung stärken, werden dringend benötigt. Ja, und sie werden nicht nur für Neugründungen gebraucht, sondern auch, was immer wichtiger wird, um Bestandsbetriebe, deren Meister in Ruhestand gehen, zu übernehmen. Und wir haben daher 2019 den Kreis derjenigen, die für die Aufstiegsprämie in Frage kommen, auch erweitert. Und der Zuschuss ist ein wichtiges Instrument, um die Attraktivität der Weiterqualifikation zu steigern. Und nun fordern Sie in Ihrem Antrag eine komplett kostenfreie Meisterausbildung. Das finde ich insofern interessant, da die Ampel im Bund in ihrem Koalitionsvertrag nur von einer Kostensenkung spricht. Dort steht nämlich, wir wollen den Zugang zur Meisterausbildung erleichtern, indem wir die Kosten von Meisterkursen und Briefen für die Teilnehmer deutlich senken. Die Ampel in Rheinland-Pfalz arbeitet ebenfalls mit einem Bonussystem wie wir in Hessen statt mit Kostenfreiheit. Und im Land Berlin gibt es gar keine Bonusleistung. Und da frage ich mich, was an unserem Meisterbonus so unzureichend sein soll, wenn Sie doch dort, wo Sie regieren, im Zweifelsfall das Gleiche oder sogar noch weniger machen. So. Und es Frau Barth zugehört, ich komme da gleich noch drauf. Das beste Zuschussangebot für angehende Meister stammt übrigens aus der vergangenen CDU-geführten Bundesregierung in Form des Aufstiegsförderungsgesetzes und des zugehörigen Aufstiegs-BAföGs. Aber das nur am Rande. Während Sie also in den SPD-regierten Ländern und im Bund Ihre eigenen Forderungen nicht umsetzen, schaffen wir in Hessen Fakten. Und es ist doch so, dass die Zahl der bewilligten Anträge zur Aufstiegsprämie, die 2018 noch bei 1.730 lagen, allein bis 2020 auf 3.000 gestiegen sind. Das heißt, unser Programm wirkt, es wird angenommen, und das ist die Wahrheit. Es reicht uns aber nicht, die Meisterqualifikation nur monetär attraktiver zu machen, sondern wir werden auch prüfen, inwiefern sich die Bedingungen der Meisterausbildung weiter verbessern und erleichtern lassen, meine Damen und Herren. Gemeinsam mit dem Handwerk etablieren wir etwa einen neuen Bildungscampus in Frankfurt, was einen Meilenstein für die Ausbildung handwerklicher Berufe und ihrer Weiterqualifikation darstellt. Allerdings ist das Ausbilden von Meistern die eine Seite. Auch Betriebsgründungen und Übernahmen von Bestandsunternehmen müssen zügig entbürokratisiert werden. Das ist dann in erster Linie wieder Angelegenheit des Bundes. Und deshalb sprechen wir uns in unserem Antrag dafür aus, dass die Hessische Landesregierung sich auf Bundesebene dafür einsetzt, dass bestehende Hürden abgebaut werden, meine Damen und Herren. Soweit mal zu unserem Antrag, und wir bitten hier um Zustimmung. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollegin Birgit Heitland. Nächster Redner ist der Abg. Markus Hofmann, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Bitte sehr. Meine Damen und Herren, ich weiß nicht, ob ich so schlecht verständlich bin. Wenn ein Redner ans Rednerpult geht, bitte ich darum, dass das nicht mit irgendwelchen Kommentaren von links nach rechts, egal wer es war. Einer ist es immer, Herr Dr. Naas, du warst auch schon, jeder war es einmal. So, deshalb bitte ich darum, da alle schuldig sind, bitte ich darum, dass sich alle entschuldigen, und dann ist es in Ordnung. Der Kollege Hofmann hat das Wort. Bitte sehr. Vielen Dank, Herr Präsident. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Das hessische Handwerk ist weiterhin in guter Verfassung. Ja, liebe Arbeiterpartei, ehemalige Arbeiterpartei, vielleicht haben Sie die Pressemeldung des Hessischen Handwerkstags gelesen vom 30.05. Das war jetzt nur die Überschrift. Also so viel zu Ihrem Dialog mit den Handwerkern. Scheinbar lesen Sie nicht einmal die Pressemeldung. Also ich danke erst einmal der SPD dafür, für diese Aktuelle Stunde, einfach um die Problematik des Fachkräftemangels aufmerksam zu machen. Und dass Sie, liebe SPD, Ihren Antrag 7733 vom Januar jetzt erst einbringen, hat wahrscheinlich damit zu tun, dass Sie erst gestern Ihr Jahresgespräch mit den Handwerkern hatten. Ja, aber weder im Ausschuss noch im Plenum vorgetragen. Und jetzt bringen Sie ihn ein. Sie haben wahrscheinlich auch gestern nicht richtig zugehört, sonst hätte Sie den Antrag noch ändern können, aber das haben Sie ja nicht getan. Um auf Ihren aktuellen Titel
zurückzukommen. Es gibt trotz der guten Geschäftslage keinen Grund zu feiern, weder im Handwerk, weder in der Industrie noch im Handel. Die Corona-Pandemie, die Ukraine-Krise, der damit verbundene Materialmangel und die ebenso damit einhergehenden Kostensteigerungen sowie der Fachkräftemangel machen es aktuell den Betrieben in Hessen, die ein wichtiger Pfeiler der regionalen Wertschöpfung und des Mittelstandes sind, nicht leicht, Projekte zu planen und auszuführen. Und der Dialog mit dem Handwerk findet nicht nur einmal im Jahr bei dem Parlamentarischen Abend statt und wie gestern Abend beim Rheingauer Dialog. Wir suchen ständig den Kontakt zu den Handwerkerinnen und Handwerkern, und das tun wir aus gutem Grund. Wir Grüne wissen sehr wohl, dass es eine Energiewende, eine Wärmewende, eine Mobilitätswende, also die überlebensnotwendigen Transformationen unserer Wirtschaft und Gesellschaft ohne das Handwerk unmöglich ist. Wir Grüne wissen auch sehr wohl, dass wir gut ausgebildete Menschen brauchen, die Solarpanels installieren, die Windenergieanlagen aufbauen, die eine energiesparende Heizung planen und Fenster erneuern können. Und insgesamt muss man sagen, das Handwerk in seiner Vielfalt ist für unsere Gesellschaft unverzichtbar. Und deshalb haben wir in Hessen unter anderem die Aufstiegsprämie, die einen wichtigen Beitrag leistet, das berufliche Engagement vieler Meisterabsolventinnen zu würdigen. Zwischen 2018 und 2021 haben knapp 10.500 Menschen diese Prämie beantragt. 2019 haben wir die Möglichkeiten noch einmal erweitert, sodass Fachwirte und Betriebswirte diesen Bonus beantragen können. Und 2022 noch einmal den Antrag so dahingehend erweitert, dass auch Abschlüsse akzeptiert werden, die außerhalb Hessens gemacht werden, sofern der Hauptwohnsitz und die Beschäftigungsorte in Hessen liegen. Das wird die Anzahl der Anträge nochmals erhöhen. Und Fakt ist leider auch, dass in keinem der 16 Bundesländer ein Programm existiert, das den Erwerb des Meisterbriefes freistellt, nicht mal in SPD-regierten Ländern. Liebe SPD, im Saarland, in Sachsen, in Hamburg, in Thüringen, jeweils mit SPD-Regierung, 1.000 Euro Meisterprämie. In Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Berlin und in Schleswig-Holstein keine und jeweils auch mit SPD-regierten Anteil. Also von daher, bitte seien Sie doch mal Vorbild und gehen Sie voran. Und grundsätzlich denke ich, wäre es gut, wenn wir eine bundeseinheitliche Regelung, wenn wir eine bundeseinheitliche Regelung hätten. Und das wäre erstrebenswert. Und wie wir alle wissen, oder zumindest diejenigen von der Ampelkoalition, werden diesbezüglich Gespräche geführt. Alle Bundesländer orientieren sich aber an das Aufstiegsfortbildungsfördergesetz, AFBG, oder sogenannte Meister-BAföG. Die Zahl der geförderten Menschen lag 2020 bei mehr als 178.000 Anträgen. Somit wurden rund 350 Millionen Euro in diesen Bereich der Weiterbildung investiert. Unter anderem werden da Lehrgangs- und Prüfungsgebühren einkommens- und vermögensunabhängig in Höhe der tatsächlich anfallenden Gebühren bis maximal 15.000 Euro bis zu 50% als Zuschuss, den Rest über zinsgünstige Darlehen der KfW gewährt. Der AFBG wurde 2020 noch einmal verbessert, und im aktuellen Koalitionsvertrag, wurde ja schon angesprochen, sind weitere notwendige Verbesserungen angekündigt. Und nicht zu vergessen, die Bundesländer finanzieren das AFBG zu 22%. Also mit dem AFBG wird ein erheblicher Beitrag zur Chancengleichheit geleistet. Fachkräftemangel entsteht aber auch nicht erst mit der Meisterausbildung, denn schon im Bereich der Ausbildung im Handwerk gibt es massiven Bedarf an Auszubildenden, und viele offene Stellen bleiben unbesetzt. Deshalb sei abschließend gesagt, unser aller Auftrag sollte sein, unseren Kindern zu vermitteln, dass Handwerk nicht nur goldenen Boden hat, sondern die Ausbildung, die Weiterbildung und Erwerb der Meisterprüfung im Handwerk cool ist und dass es durchaus sexy sein kann, ein Handwerksunternehmen zu gründen und dass ein Meistertitel eine gute Voraussetzung hierfür ist. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank, lieber Kollege Hofmann. Jetzt kommt der Kollege
Andreas Lieschert, AfD-Fraktion. Bitte sehr. Herr Präsident, sehr geehrte Abgeordnete, meine Damen und Herren! Der Meisterbrief soll kostenfrei werden. Warum eigentlich? Zielgruppe für den Meisterbrief sind doch naturgemäß die Gesellen mit abgeschlossener Berufsausbildung, die in aller Regel auch schon im Berufsleben stehen und dementsprechend auch über Einkommen verfügen. Außerdem ist der Meisterbrief doch nach wie vor der Schlüssel zur Übernahme eines Betriebes. Und wir wissen ja gerade, dass in den kommenden Jahren tausende Firmen und zum Teil auch jetzt schon verzweifelt auf der Suche nach Nachfolgern sind. Das sind doch eigentlich jede Menge Anreize und Motive für eine solche Investition durch die Gesellen. Außerdem hilft der Staat bereits heute, ist ja gerade schon wieder referiert worden. Ja, es gibt das Aufstiegs-BAföG. Aus Bundesmitteln werden da 50% der Kosten übernommen. Für den Rest gibt es zinsgünstige KfW-Kredite. Und auch in Hessen, ist auch schon genannt worden, gibt es die Aufstiegsprämie. Also bei erfolgreicher Meisterprüfung 1.000 Euro. Unsere Nachbarn sind da ein bisschen spendabler, sogar Rheinland-Pfalz und erst recht Bayern schaffen es immerhin 2.000 zu mobilisieren. Und besonders spendabel sind die Nordlichter. Dort gibt es nämlich in Bremen und Niedersachsen 4.000 Euro. Und ich denke auch, das wäre eine gute Gelegenheit, dass Hessen ausnahmsweise mal irgendwo Spitze ist. Warum setzen wir uns da nicht ganz nach vorne? Finanziell scheint jedenfalls auf den ersten Blick wenig gegen die Meisterprüfung und für weitere öffentliche Mittel, und das bedeutet immer Steuerzahlergeld, zur Förderung von Meisterprüfungen zu sprechen. Aber wir unterstützen dennoch die Forderung nach voller Kostenübernahme der Meisterprüfung. Denn es geht eben nicht nur um finanzielle Werte, sondern auch um gesellschaftliche Wertschätzung. Und meine Damen und Herren, das hören wir doch sehr oft, dass gerade essentielle Berufsgruppen, ich denke da an den Gesundheits- und Pflegebereich, aber auch Erzieher etc., die Wertschätzung, die wir als Gesellschaft und Politik ihnen entgegenbringen, die erschöpft sich nun mal leider viel zu oft in Sonntagsreden. Und deswegen möchte ich gerne aus dem angelsächsischen Raum zitieren: Put your money where your mouth is. Frei übersetzt: Setz dein Geld dort ein, wo dein Mund Versprechungen macht, und das möchten wir eben gerade bei der dualen Ausbildung, denn der Meisterbrief ist in aller Regel Schlussstein und krönender Abschluss einer solchen dualen Ausbildung. Meine Damen und Herren, einige Schlaglichter, um die Gesamtlage und den Kontext dieser Frage zu verdeutlichen. Die duale Ausbildung war, ist und hoffentlich bleibt sie auch das Fundament einer gut ausgebildeten arbeitenden Bevölkerung hier in Deutschland. Und zu Recht werden wir von vielen Ländern darum beneidet. Die demografische Katastrophe wird in den nächsten Jahren und erst recht Jahrzehnten erbarmungslos zuschlagen. Wir stehen vor einer Verrentungs- und Pensionierungswelle, die nicht durch die nachwachsenden Arbeitnehmer kompensiert werden kann. Jährlich bleiben schon heute tausende Ausbildungsplätze in Hessen und erst recht in ganz Deutschland unbesetzt. Die Studienabbrecherquote bewegt sich ebenfalls seit Jahren knapp unter 30%. Das ist ein Indikator für falsche Weichenstellung, schon sehr früh im Berufsleben. Das hat häufig mit unrealistischen Vorstellungen von der Studieneignung und Neigung der Studenten zu tun, aber natürlich auch falsche Vorstellungen von Inhalten und auch den Zukunftsperspektiven. Das heißt, der häufig postulierte Fachkräftemangel, der vor allen Dingen ein Mangel an billigen Fachkräften ist, wird sich jedenfalls dramatisch verschärfen. Politisch können und wollen wir natürlich nicht in die Entscheidungsautonomie der jungen Menschen eingreifen. Also wir wollen das zumindest nicht. Bei den linksdrehenden Fraktionen hier im Haus bin ich mir da nicht so sicher. Und die aus Opportunismus begrünte CDU ist ja, wie wir alle leider wissen, auch kein Garant für die Freiheit der Bürger mehr. Es gibt immer noch viel zu wenige junge Menschen, bei denen die Perspektiven des Meisters und des Handwerks überhaupt angekommen sind. Sie wissen auch gar nicht, wie modern diese Berufe sind. Ja, der Kollege Hoffmann hat ja schon gesagt, Handwerk ist sexy. Ja? Aber das kann man natürlich in teure Marketingkampagnen transportieren. Oder man kann als Staat das Signal setzen, Staat und Gesellschaft wollen mehr Meister, und deswegen setzen wir auch Steuerzahlergeld dafür ein. Denn Azubis und Gesellen zahlen ja auch schon Steuern und Sozialabgaben. Dann führt die Einkommenssteigerung durch den Meisterbrief natürlich auch noch zu einer höheren Steuerlast. Das bedeutet, der Meister amortisiert sich nicht nur für den Meister, sondern auch für den Staat.
Ein kostenloses, aber erfolgloses Studium amortisiert sich für niemanden. Deswegen lautet unsere Devise mehr Meister statt gescheiterter Master. Wir unterstützen den Antrag der SPD. Den der CDU können wir leider nicht unterstützen. Danke sehr. Vielen Dank, Kollege Lischert. Nächste Wortmeldung ist der Kollege Jan Schalauske, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ja, in der Tat, es sind bewegende Zeiten für das Handwerk. Manche Branchen boomen, nehmen wir die Bau- oder die Heizungstechnik, leiden aber gleichzeitig unter eklatantem Material- und Personalmangel. Gleichzeitig gibt es auch weiterhin problematische Folgen der Deregulierung in der Vergangenheit. Die Zunahme von Soloselbstständigen, die nicht nur selbst häufig in prekären Bedingungen arbeiten, sondern die auch an der einen oder anderen Stelle klassische Handwerksbetriebe unter Konkurrenzdruck setzen. Und hier wäre es aus unserer Sicht wichtig, dass wir die Mittel, die wir haben, auch nutzen, z.B. im Vergaberecht des Landes weitere Schutzplanken einziehen, gerade für Tariflöhne gegen das Dumping, das Unterlaufen sozialer und ökologischer Standards und die Arbeit mit Subunternehmen, an deren Ende dann gerade auf dem Bau oft quasi rechtlose Schein- und Soloselbstständige stehen. Damit müssen wir aufräumen, meine Damen und Herren. Und man muss ja auch mal sagen, was durchaus richtig ist. Es ist natürlich sinnvoll, dass das Land Hessen jetzt eine Stoffpreisgleitklausel bei öffentlichen Aufträgen ermöglicht. Die Preissteigerungen bei Baumaterial, die haben, das konnte man ja in den letzten Tagen wirklich sehr, sehr häufig vernehmen, haben die Handwerksunternehmen in enorme Bredouille gebracht, weil sie bei den Preisen eben nicht nachverhandeln können. Aber so viel zum Lob. Das reicht natürlich nicht aus. Die sozial-ökologische Novellierung des Vergaberechts in Hessen, die steht weiterhin aus. Die ist Schwarz-Grün uns schuldig geblieben, und die brauchen wir. Das wäre auch wichtig für die Unterstützung von Handwerksbetrieben, die z.B. ihrer Verantwortung nachkommen, auszubilden. Denn das Handwerk ist weiterhin nicht nur ein sehr wichtiger Arbeitgeber, sondern auch eine sehr wichtige Säule im dualen Ausbildungssystem. Die Ausbildungsplätze im Handwerk, die gehen dabei vor allem darauf zurück, dass Betriebe mit Meisterbrief häufiger ausbilden als solche ohne Meisterbrief. Und jetzt hört man ja oft die Klagen über den angeblichen Fachkräfte- und Nachwuchsmangel, auch aus sehr merkwürdiger Ecke. Oft wird so getan, als wäre das ein bloßes Vermittlungsproblem. Tatsächlich aber sehen wir uns doch mal die Realität der jungen Menschen ganz genau an. In vielen Gewerken, dann ist da die Realität viel Arbeit für wenig Geld und nicht immer unter den besten Arbeitsbedingungen. Und mittlerweile, das kann man auch an Zahlen belegen, mittlerweile arbeitet nur noch jeder dritte Beschäftigte in Handwerksbetrieben mit Tarifbindung. Bereits vor einigen Jahren machte der DGB eine Umfrage, demzufolge nur 10% der Handwerksbeschäftigten ihre Arbeitsbedingungen selbst für gut halten, also eine Selbsteinschätzung der Beschäftigten. Knapp die Hälfte berichteten, dass ihr Arbeitseinkommen nicht oder nur gerade so zum Leben reicht, und 80% gehen davon aus, dass ihre Rente später nicht reichen wird, und 52% sagen, dass sie unter den derzeitigen Arbeitsbedingungen ihren Job überhaupt nicht bis zur Rente durchhalten können. Was die Menschen allerdings durchhalten lässt, das ist häufig, und auch das hört man in den Gesprächen, die besondere Hingabe zu ihrem Beruf. 81% der Handwerksbeschäftigten identifizieren sich mit ihrer Arbeit, und umso trauriger ist es, dass die häufig oder mitunter nicht zum Leben reicht. Und in dieses Bild eben passt es dann auch, dass etwa 2 von 3 Auszubildenden vom Handwerk abwandern, in die Industrie, in den Handel oder auch an die Hochschulen. Da muss man schon sagen, dass dieser Teil des Fachkräftemangels durchaus auch Hand
gemacht ist. Das Handwerk stärken heißt dann eben am Ende auch das Handwerk attraktiv machen. Und das Handwerk attraktiv machen heißt, neue Fachkräfte auszubilden, bestehende Fachkräfte zu sichern. Und das bedeutet für uns eine Politik, die gute Löhne unterstützt, gute Arbeitsbedingungen, eben zum Beispiel durch Verbesserungen im Vergabe- und Tariftreuegesetz. Denn da kann die öffentliche Hand Macht entfalten. Und da hat Schwarz-Grün bis heute nicht geliefert. Und um das auch zu sagen, wir diskutieren ja heute über den Meisterbrief. Selbstverständlich ist es wichtig, den Meisterbrief wieder zu stärken. Vor einigen Jahren wurden weitere Gewerke zurück in die Meisterpflicht geführt. Das war ein Schritt in die richtige Richtung. Die Meisterpflicht ist auch ein Schutz gegen Zunahme von Solo- und Scheinselbstständigkeit. Meisterbetriebe bilden häufiger auf, sie sind häufiger tarifgebunden. Aber nach den Irrungen der Deregulierung durch die EU und auch durch die Hartz-Reform muss die Meisterpflicht wieder ausgebaut werden. Dazu gehört es dann natürlich im Gegenzug auch, dass die Meisterausbildung kostenfrei sein muss, damit eine Meisterpflicht eben keine neuen sozialen Hürden schafft, aber für uns auch aus einem sehr grundsätzlichen humanistischen Verständnis heraus, dass Bildung generell kostenfrei sein muss, von der Krippe bis zum Master und zum Meister. Und bei den Studiengebühren haben wir es ja bereits gezeigt, die hat Hessen abgeschafft. Dann lassen Sie uns doch auch die Meistergebühren abschaffen. Zum Schluss, Herr Präsident, als Partei der sozialen Gerechtigkeit sind wir naturgemäß auch die Partei der kleinen und mittleren und mittelständischen Unternehmen. Also die, wo die Chefs noch persönlich kennen, die meisten Ausbildungsplätze bereitstellen und die in der Regel mit Anstand, Herr Dr. Grobe, ihre Steuern und Sozialabgaben in diesem Land bezahlen, im Unterschied zu manchen Unternehmen, die Sie ja unterstützen. An dieser Seite der Unternehmen und der Beschäftigten im Handwerk steht DIE LINKE. Vielen Dank, Kollege Schalauske. Ja, eigentlich soll ich nachher mal draußen, wer da gemeint war. So, das Wort hat der Kollege Dr. Naas, FDP-Fraktion. Stefan, bitte. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Kollege Hofmann, Sie müssen sich für irgendwas entscheiden. Also entweder Sie lesen das ab, was Ihnen das Ministerium hier aufgeschrieben hat, oder Sie tragen das vor, was Ihnen die Handwerker gestern und vorgestern gesagt haben. Aber irgendwie habe ich das nicht zusammenbekommen. Also entweder geht es dem Handwerk gut, oder es geht dem Handwerk schlecht. Ich will Ihnen einmal meine Antwort sagen. Es geht dem Handwerk noch wirtschaftlich gut, aber es schaut mit Sorge in die Zukunft, und das zu Recht. Ich kann Ihnen nämlich eins sagen. Das Nachwuchsproblem wird nicht weniger, auch nicht durch die Tätigkeit der Landesregierung, sondern das wird sich verstärken. Und deswegen ist es eine ökonomische Frage, ob wir dieses Thema angehen. Es ist vor allem aber auch eine Frage der Gerechtigkeit. Und das hat hier noch keiner sozusagen beantwortet. Ich finde, es gibt keinen Unterschied zwischen dem Master und dem Meister. Und es gibt auch keinen Unterschied zwischen einer akademischen Ausbildung und einer Ausbildung im Handwerk. Ich glaube, das muss gleichgestellt werden. Und deswegen muss es am Ende kostenlos bzw. ohne Kosten für den Betreffenden sein. Das ist eine zentrale Forderung auch der Freien Demokraten. Und ich will an dieser Stelle ein bisschen auch der Koalition in Berlin in Erinnerung rufen, dass wir eine neue Bundesbildungsministerin haben, Bettina Stark-Watzinger. Und ich finde das sehr gut, und ich möchte Sie an dieser Stelle ausdrücklich loben, dass Sie dieses Thema so beherzt angeht und dass wir dazu auch einen entsprechenden Passus im Koalitionsvertrag haben. Weil wenn wir auf Hessen warten und auf die segensreiche Tätigkeit der Landesregierung, dann können wir ja noch lange warten, weil die Landesregierung es natürlich so gemacht hat, wie immer. Sie hat sich hinten drauf gehängt, 1.000 Euro, dann kann man einen Brief schreiben und vielleicht gibt es dazu dann auch wieder eine Presseerklärung. Und deswegen ist es natürlich nicht mit 1.000 Euro getan, sondern zu den 50% des Bundes muss entweder eine hälftige Beteiligung des Landes kommen oder der Bund übernimmt es komplett. Das ist jetzt eine Geschmacksfrage. Ich glaube, dass Berlin hier nicht der Benchmark für Hessen sein kann. Das ist eher dürftig. Aber wenn die Koalition hier schon keine anderen Beispiele
mehr findet als Berlin, also das letzte Land, dann weiß ich es auch nicht mehr. Ich finde es sehr, sehr schade, dass wir uns dann sozusagen auf dem 15. Platz dann aussortieren und dann noch uns freuen, dass es noch einen 16. gibt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Fachkräftemangel wird stärker werden, und es wird nicht nur ein Fachkräftemangel sein, sondern es ist teilweise sogar schon ein Arbeitskräftemangel. Wir hatten 2019 43.000 Interessenten, wir haben 2021 noch 35.000 Interessenten fürs Handwerk, wir haben 2021 letztes Jahr über 3.000 offene Azubi-Stellen. Und deswegen kommt es schon darauf an, hier auch etwas breiter vorzugehen. Und Herr Minister, ich habe Ihnen gestern ja sehr ausführlich und sehr genau zugehört. Sie treten ja so ein bisschen vermehrt auch in die Fußstapfen des Ministerpräsidenten treten, zumindest vom Redestil hatte ich so gestern das Gefühl, 15 Minuten. Sie haben zwar vorher gesagt, also Sie machen das kurz, aber dann kamen trotzdem 15 Minuten. Und Sie haben eine Menge gesagt, aber eine wirkliche Antwort auf das Problem haben Sie nicht gegeben. Und ich will Ihnen mal ein paar Aspekte hier aus unserer Sicht nennen, wie Sie die Berufsausbildung in Hessen steigern können. Und dazu gehört zunächst das Berufsschulangebot, was in der Fläche nicht ausgedünnt werden darf. Das ist ein ganz, ganz zentraler Punkt, weil wenn Sie auf dem Land erstmal die Klassen nicht mehr haben, wenn Sie diese Klassen zusammenziehen und dann auch noch in die Ballungsräume, dann werden Sie das Land ausdünnen und dann werden Sie wirklich einen Exitus des Handwerks auf dem Land, wo ja gerade die Stärke des Handwerks ist, auch erleben. Und das Zweite ist, Sie werden sich auch mit hybriden Beschulungen und digitalen Verfahren mal auseinandersetzen müssen. Das ist vielleicht für die Landesregierung, die ja noch nicht mal ein eigenes Videoprogramm für Schulen hat, Konferenzprogramm für Schulen hat, ein Unding. Aber es wird hier an dieser Stelle sich nicht vermeiden lassen, weil die Zahlen einfach zurückgehen. Und dann reden wir auch über eine Wertschätzung bei der Frage, wie werden denn eigentlich die Kosten übernommen? Im Moment gibt Hessen 20 Euro pro Tag für die externe Unterbringung und eben für die Kosten für die Anfahrt. Und das ist einfach zu wenig. Ich glaube, da müssen wir an dieser Stelle auch nachjustieren und müssen an dieser Stelle mehr tun. Und dann sind wir bei den ausländischen Abschlüssen. Auch da können Sie eine Menge fürs Handwerk tun. Und das ist das, was wir auch immer wieder hören von den Handwerkern. Warum geht das nicht schneller mit der Anerkennung der ausländischen Abschlüsse? Und wenn ich da das beschleunigte Verfahren mal sehe, das dauert 7 Wochen, dann muss ich Ihnen sagen, es ist einfach zu schnell für ein Land, was so händeringend auf neue Fach- und Arbeitskräfte angewiesen ist. So, kommen wir zum Schluss. Es gibt eine Menge zu tun. Sie werden jetzt uns wahrscheinlich von den vielen Förderprogrammen wieder ein paar gleich vorstellen. Ich bin da sozusagen gewappnet. Am Ende ist es aber nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist das, Kollege Hoffmann, was das Handwerk uns sagt. Und da gibt es große Probleme. Und deswegen, damit Handwerk auch zukünftig goldenen Boden hat, braucht es eine stärkere Initiative der Landesregierung. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Kollege Dr. Naas, das Wort hat der Wirtschaftsminister, Staatsminister Al-Wazir. Tarek. Ja, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich will erstens feststellen, wir brauchen Fachkräfte. Wir brauchen auch viele Fachkräfte, gerade im Handwerk, weil es gibt viel zu tun in den nächsten Jahren. Und momentan scheitert es oft daran, dass es nicht genügend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt. Und deswegen brauchen wir auch Meisterinnen und Meister, weil die für die Frage der Existenz dieser Betriebe, aber vor allem auch für die Ausbildung der jungen Leute eine ganz besondere Rolle spielen. Also es ist ein wichtiges Thema, und wir dürfen auch nicht nachlassen, Eltern und Jugendliche von der Attraktivität eines Berufseinstiegs über eine duale Ausbildung zu überzeugen. Das ist unsere gemeinsame Aufgabe, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und kleiner Tipp, mit guter Laune geht das auch besser. Wir haben, um dem Fachkräftemangel zu begegnen, fühlten Sie sich angesprochen, Herr Eckert? Ich wollte es ja nur sagen. Ja, alles gut. Alles gut. Ja. Also, wir sind im regelmäßigen Austausch mit dem Handwerk, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir feiern auch mit dem Handwerk, Frau Barth, aber wir arbeiten auch mit dem Handwerk im Bündnis Ausbildung, im Bündnis für Fachkräftesicherung und suchen nach gemeinsamen Lösungen. Und wir haben in den letzten Jahren einiges auf den Weg gebracht. Das ist angesprochen worden, Herr Kollege Naas.
Die Meisterprämie, das war ja eine Debatte, die gibt es dann seit 2018 in Hessen. Wir haben sie aufgeweitet. Sie ist eben nicht mehr nur eine Meisterprämie, sie ist eine Aufstiegsprämie, auch für alle, die in dem Qualifikationsrahmen im Bereich beispielsweise der IHK ihre berufliche Fortbildung machen. Und wir haben im letzten Jahr immerhin 3.000 Menschen in Hessen genau diese Aufstiegsprämie ausgezahlt. Und ich finde, das ist eine gute Nachricht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich darf mich noch einmal bedanken bei den Koalitionsfraktionen, die auch das entsprechende Geld dann in den entsprechenden Haushaltsbeschlüssen bereitgestellt haben. Aber natürlich ist klar, dass wir über die Frage, wie wir insgesamt dazu beitragen können, dass berufliche Ausbildung attraktiver wird, als Gesellschaft insgesamt reden müssen. Und ich setze da ein wenig auch darauf, Kollegin Barth, Kollege Naas hat es ja auch angesprochen, im Koalitionsvertrag auf Bundesebene ist das Aufstiegs-BAföG, so nenne ich es jetzt mal abkürzenderweise, ja erwähnt. Weil wir haben sehr unterschiedliche Situationen. Eine Ausbildung beispielsweise im Friseurhandwerk ist anders als eine im Schreinerhandwerk, alleine schon was die Kosten angeht, um ein Meisterstück zum Beispiel machen zu können. Und wenn man sich anschaut, dass das Aufstiegs-BAföG auf Bundesebene vorhanden ist, dass es verbessert werden soll, dann können wir feststellen, dass ein relativ großer Anteil der Kosten, und zwar je nachdem von den Kosten, die entstehen, auch schon getragen wird. Und ich finde es ausdrücklich richtig, dass wir da bundeseinheitliche Lösungen auf den Weg bringen, um völlig klarzumachen, am Geld soll es nicht scheitern, meine sehr verehrten Damen und Herren. Am Geld soll es nicht scheitern. Aber ich will einen letzten Punkt sagen, der mir wichtig ist. Hier ist ein Punkt nicht angesprochen worden, der aus meiner Sicht aber eigentlich der entscheidende ist. Wir werden einen Generationswechsel im Handwerk erleben in den nächsten Jahren in einer solchen Geschwindigkeit, wie wir sie uns kaum vorstellen können, wie wir uns kaum vorstellen können. Und da wird am Ende die Frage, ob man eine Meisterprämie von 1.000 oder 2.000 € zahlt, nicht das Entscheidende sein. Das heißt, wir müssten uns eigentlich eher überlegen, wie wir dazu beitragen können, dass Betriebsübergänge gefördert werden über eine Art gemeinsame Anstrengung einer Übernahmeprämie, wie auch immer, nennen Sie es Gründungsprämie oder was auch immer. Und insofern glaube ich, sind wir vielleicht in den Debatten der letzten Zeit hier in der letzten halben Stunde ein bisschen am Thema vorbeigeschrammt. Und Herr Naas, ich habe jetzt weniger als 5 Minuten gebraucht. Insofern müssen Sie auch da Ihre Vorurteile überdenken. Vielen Dank. Herr Minister, vielen Dank. Wir sind am Ende der Aussprache. Wir haben 2 Anträge, den Entschließungsantrag der SPD und den Dringlichen Antrag von CDU, BÜNDNIS 90 GRÜNE. Beide Anträge sollen in die Ausschüsse. Okay, dann machen wir das so. Beide Anträge in den Wirtschaftsausschuss.